Beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, ungewöhnliche Objekte für einen Film zu erstellen. Entweder als Miniaturen oder als computergeneriertes Modell. Heute wollen wir einmal darüber sprechen, wie wir solche Objekte eigentlich in einen Film einfügen. Und da sind wir auch schon beim Thema Compositing, also Komponieren. Das hat nichts mit Musik zu tun, sondern damit, dass tatsächlich bei einem Kinofilm das Filmbild selber komponiert wird aus verschiedenen Teilen. Ein ganz wichtiges Mittel dafür ist zum Beispiel der berühmte Greenscreen-Effekt. Dieses wunderschöne Patterson und Findus-Set, in dem ich hier stehe, ist nämlich gerade gar nicht wirklich da, sondern ich stehe eigentlich vor einer Greenscreen. Die Greenscreen ist eine mittlerweile sehr, sehr verbreitete Technik, die dazu dient, Darsteller in beliebige Kulissen hineinzuversetzen. Warum ist das Ganze grün? Ganz einfach, es geht darum, dass wir eine Farbe haben, die sehr, sehr klar und eindeutig erkennbar ist vom Computer, möglichst hell ist und, das ist das Wichtigste, nicht am Darsteller selber vorkommt. Hätte ich jetzt zum Beispiel eine grüne Schulter, würde auch die unsichtbar werden. Ein Nachteil bei der Greenscreen ist tatsächlich das Licht. Eine Greenscreen muss sehr gut ausgeleuchtet werden, damit das Grün möglichst gleichmäßig hell ausgeleuchtet erstrahlt. Dadurch wird es auf Dauer leider sehr, sehr ungemütlich und sehr, sehr warm in einem solchen Set. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rüber in unser echtes Patterson und Findus Set. Viel angenehmer. Compositing wird nicht nur benutzt, um Darsteller in andere Umgebungen einzusetzen. Es wird auch dazu verwendet, Umgebungen, die man real filmt, etwas anzureichern mit neuen Elementen, die das Ganze ein bisschen lebendiger machen. Wie zum Beispiel ein wenig Dampf aus einer leeren Pfanne. Was man auch machen kann, ist einen etwas toten, unbewegten Studiohintergrund, der außerhalb des Fensters zu sehen ist, einfach durch eine bewegte Landschaft oder Wind und Wetter zu ersetzen. Der Vorteil hier ist, dass sich dieses Fenster selber nicht bewegt und ich den Teil des Bildes einfach wie mit einer Schere ausschneiden und durch etwas anderes ersetzen kann. Etwas, was ich beim Greenscreen leider nicht machen kann, da der Darsteller sich ja permanent bewegt und ich ansonsten jedes einzelne Bild extra ausschneiden müsste. Das Compositing ist der Prozess, bei dem all diese einzelnen Teile zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Man kann sich das vorstellen wie mehrere Schichten oder durchsichtige Folien, die auf das Filmbild draufgesetzt werden. Wenn man bei uns im Filmmuseum zu Besuch ist, kann man sich hier in der dritten Etage das auch einmal ganz genau anschauen. Wir haben hier nämlich ein sehr faszinierendes Gerät von der Firma Scanline bekommen, die diese Technik nochmal genauer präsentiert. An diesem Bildschirm können wir uns das Filmbild in die einzelnen Elemente aufschlüsseln lassen, aus denen es zusammengesetzt worden ist. Das Compositing ist ein Aspekt des Filmemachens, der sehr unterschätzt wird, sehr unbekannt ist, aber der nicht nur bei teuren Großproduktionen zum Einsatz kommt, sondern mittlerweile aus der Produktion von fast allen Filmen und Serien nicht mehr wegzudenken ist. Das war natürlich nicht immer so. In der Zeit vor dem Computer musste man allerdings auch schon verschiedene Bildelemente zusammenfügen. Und wie wir das gemacht haben, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.